12 die Lieferanten drei Freunde sausen durch die Nacht. Die alte Route der Seidenhändler längst vergangener Tage wird wenig frequentiert in dieser modernen Zeit. Wer benutzt schon noch erdgebundene Vehikel? Sphinx Galactic ist mittlerweile mit seinem schicken Wheeler fest verdrahtet. Er macht die unglaublichsten Kunststücke. Ist er eventuell sogar in der Lage, als einzig lebendes Wesen ein Nickerchen während der Fahrt abzuhalten? Sein Gefährt mit dem Unterbewusstsein zu steuern. Bart Garab lagen andere Sorgen. Wohin nun? Ihr Komm ist mit dem Motorrad über dem Lenker vorne verklipst. Sie blinzelt schnell. Zum Glück gibt's Achilles verschlüsseltes 1103-Netz, den geheimen Kommunikationskanal des U. Bis Lyporo wären es 3500 Kilometer in nordwestlicher Richtung. Machbar ohne viel Verkehr und Turbospeed. Ihr fällt spontan nur ein Ziel ein. Mal die anderen fragen, was sie dazu sagen. Was haltet ihr davon, wenn wir nach Lypo zu Regina fahren? Die ist zwar noch auf dem Alanis, wohnt aber schon in einer kleinen Bleibe im Osten der Stadt. Dort könnten wir uns erstmal verstecken. Flutschbraus, rutscherlustig. Sphinx ist sofort einverstanden. Ihm macht sein Teufelsritt mächtig Spaß. Gefahren erkennt er wie immer keine. Das ist eine tolle Idee. Bartkara, meint auch Henlei begeistert. Er drückt seinen Schatz dabei ein bisschen fester. Bartkara gibt Gas. Ein paar Blinzler später ist das Versteck gebucht. Regina Lachleswil ist Bartkaras beste Freundin seit der Einschulung am Alanis-Kollege vor 6 Jahren. Weil sie doch das schüchterne Mädchen, das gleich am ersten Tag leise nach einem Klassensprecher und den Ferien gefragt hat. Seither haben sie viele gemeinsame Fächer belegt. Und Stunden verquatscht.